Willkommen zurück zu Super Mario Odyssey. Wir haben im letzten Part das Seeland erkundet und nun geht es ins Forstland. Ich bin sehr gespannt, was da auf uns wartet. Let's go! Denk mal, das als nächstes Ziel kommt das Forstland. Da soll es ein Riesengewächshaus voller Blumen geben. Außerdem gibt es dort ein berühmtes Blumenarrangement. Nett! Das hört sich wirklich ganz nett an. Ich verspringe das einfach mal. Und hier sind wir angelangt am Robohain. Das sieht doch ganz sympathisch aus eigentlich, oder nicht? Oder täuscht das Ganze nur, denn wir müssen den Pfad zum Himmelsgarten erklimmen, wo eine böse Piranha-Pflanze auf uns wartet. Na, dann wollen wir doch mal. Ich bin mal gespannt, was uns hier im Forstland erwarten wird. Ist hier was? Nee, hier ist nichts. Schade. Das ist leider sehr schade. Der ist schon hier am Anfang. Das finde ich nicht so toll. Weil der kann auch ruhig mal ein bisschen auf sich warten lassen. Aber okay. Und ich sehe, dass die Sphinx schon wieder hier ist. Was willst du, Sphinx? Sei gegrüßt, Reisender. Ebenso deine Kopfbedeckung. Vermagst du meine Frage zu beantworten? Gerne. Was ist es, das das Ungeheuer in diesem Land begehrt? Blumen, würde ich sagen. Diese Antwort ist korrekt. Bitte setze deinen Weg fort. Gerne. Dankeschön, Sphinx. Und Leute, wisst ihr was? Gleich bekommt ihr einen der besten Soundtracks des gesamten Spiels zu hören. Wenn ich nicht zu blöd wäre, diese lila Coin einzusammeln. So. Das ist so ein geiler Soundtrack, ne? Das ist einfach so legendär. So, ist hier was? Ah, was haben wir denn hier? Lila Coins haben wir hier. Nehmen wir doch gerne mit. So, ich weiß noch, dass hier auf jeden Fall noch ein Mond war. In dieser Nuss. Genau. Die Nuss um die Ecke. So. Würde ich mal sagen, wir geben uns noch mal weiter. Warte, ist da unten was? Hier ist eine Röhre. Stimmt, hier war eine Röhre. Ich bin dumm. Dankeschön für diesen. Ach Mann, ey. Es fliegt doch nicht die ganze Zeit gegen irgendeinen scheiß Felsen. So. Hier wollte ich rein. Denn hier ist eine Sub-Area. Let's go. Boah, Gott. Okay. Ist hier irgendein... Ah, nee, safe nicht. Komm. So, den ersten Mond, den haben wir hier oben auch. Da konnte man sehen, dass da ein Mond ist. So, ich breche mir weiter mal meine ganzen Organe und Glieder. Ah, scheiße. Okay, warten wir mal kurz bis hier. Boah, holy moly. Boah, das war knapp. Ey, wäre das Wasser schon wieder runtergegangen, dann wäre ich so am Arsch gewesen.
Aber so haben wir die Monde doch wieder. Also, ich meine, schwer ist das Spiel doch nicht, oder? Nee. Ist hier vielleicht noch. Ja, aber die Leader Coins sind ziemlich schlecht versteckt, will ich mal sagen. Also, ich habe jetzt schon 24 und der Part ist gerade mal 4 Minuten lang. Aber okay, Eisenbergstraße, Zugang. Da wird doch safe noch was sein. Ist hier noch. Hier ist ein Block. Bin ich dumm oder was? Oh, ich muss mit dem Ding da hoch. Okay, nee, dann mache ich das mal ein andermal. So. Und mit Hilfe von Cappy als Kanonenfutter würde ich mal sagen, machen wir uns mal hier in diese kleine Challenge rein. Ah, komm, bin ich dumm. Das war so dumm, ne? Das war so richtig schlecht einfach. Ja, okay. Solange es nur ein Treffer ist, bin ich ja ganz zufrieden eigentlich. So, ich will bitte meinen Cappy wieder haben. Dankeschön. So. Was? Die spawnen wieder hier? Das wusste ich nicht. Was ist denn das für ein Betrug? Diese Cheater. Meine Fresse, ey. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Ah. Aber was haltet ihr eigentlich von diesem Land? Ich finde es ehrlich gesagt schon eine der besten im gesamten Spiel. Also sind wir mal ehrlich, das ist natürlich mal wieder ein etwas größeres Land, was dann dementsprechend heißt, dass wir hier natürlich auch ein bisschen mehr Content erwarten dürfen. Das erfreut mich tatsächlich auch. Warte mal, kann man da hoch? Nein. So. Guck ich mal, ob hier noch eine Nuss ist. Genau. Das wollte ich nämlich wissen. Aber das finde ich auch mal interessant mit diesen komischen Viechern. Wie heißen die überhaupt? Ich weiß gerade nicht, wie die heißen. Oh Mann, ich wusste es mal. Heißen die Mieswurz? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, die heißen so. Auf jeden Fall, kommen wir jetzt hier auf der Eisenbergstraße auf halbem Weg an. So, das Ding auch mal weghauen. Und hallo? Das war gerade mega lost gewesen. Hätte ich das nicht hingekriegt. Aber geschafft haben wir es ja trotzdem. Und es wird ein P-Switch frei. Blumendiebe im Himmelsgarten. Müssen uns also hierher bewegen. Nur wie? Der P-Switch wird es uns verraten. Ast rein, damit kommen wir rüber. Und zwar durch so Blumenpfade. Ja. Ich glaube, hier war noch ein extra Mond. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Genau. Oh, pff. Boah, warte mal, die respawnen wieder. So. Alter, die gehen dann instant auf, wenn man da vorbonkt. Aber das finde ich gar nicht mal so schlecht. Wollen wir doch mal weitergehen. Ich glaube, dann geht es wieder hier runter. Na, ne? Habe ich recht? Ja.
Das ist so ein geiles Land. Also sind wir mal wirklich ehrlich, das ist eine der besten Kingdoms im gesamten Game. Also es ist einfach so chillig, so geil, ne? So, dann geht's hier einmal rein. In das Innere des Himmelsgartenturms. So. So, was mache ich hier frei? Original gar nichts. Oh, ein Königsherz. Ja gut, ich habe schon ein Königsherz. Also das zeigt uns dann aber wieder, dass hier gleich ein Bosskampf auf uns zukommen wird. Nein! Ja, so. Ich habe es irgendwie noch geschafft. Die Turm. Ne, die im Turm gepflanzt muss. So heißt die Scheiße. Warte. So. Nein! Ah. So. Ach Mann, ich wollte doch nur. Ich wollte doch nur die lila Coin einsammeln. Junge, was ist denn das? So, geht doch. Geht doch. Na dann, wollen wir einmal hier hochwandern. So, jetzt müsste die Blumenscheiße jetzt gleich wieder hier ankommen. Genau. Boah, Gott. Das war gerade richtig knapp. Und hier ist auch noch Mond. Einmal Beine ausstrecken. Ja, das würde ich auch gerne machen. So. Da, es gibt mir ein bisschen Hutland-Flashbacks, weil das so ähnlich aufgebaut ist. Aber hier sind wir direkt bei den Brutals. Let's go. Ab zum letzten Brutal. Ich glaube, der ist Topper. Ich bin mir nicht mehr sicher. Zu spät, ihr Dummköpfe! Wir haben das Blumenarrangement längst geklaut. Und jetzt macht Platz, damit wir auch die restlichen Blumen mitnehmen können. Nein. Alter, der Typ ist richtig gruselig irgendwie. Weiß nicht, wie man das nennen soll. So. Dafür ist der Kampf aber auch mal wieder nicht so schwer. Also. Sind wir mal ganz ehrlich. Sind wir mal ganz ehrlich, er lässt sich sogar in seiner Attacke bremsen. Also. Ja. Ich will ja nichts sagen, aber das ist meiner Meinung nach mit einer der lamesten Kämpfe in diesem Spiel. Also, da waren die anderen beiden vorher doch ein bisschen... Oh Gott, das ist so lächerlich, ne? Das ist so lächerlich, dass ich mich am allerletzten Frame noch treffen lasse. Ach du Kacke, nee. Ich lasst mich raus. Ich werde mich einweisen lassen, dass es... Das ist ja eine komplette Blamage gewesen. Gerade eben komplett lost. Komplett lost. Keine Ahnung, was ich dazu noch sagen soll. Aber egal, wir haben den Dreifachmond eingesammelt. Und es gibt aber trotzdem noch ein kleines Problemchen, was sich da auftut. Und das müssen wir nun auch wieder bewältigen. Oh, hier ist ein Hase. Ey, ich hasse dich. So, endlich. Dankeschön. So, und ich denke mal, da der Part jetzt ein bisschen zu kurz wäre, machen wir einfach nochmal weiter. Die Handlanger des Ungeheuers dürfen auf keinen Fall das geheime Blumenfeld ausfindig machen.
Der Zugang ist dort vorne, aber wir wagen es nicht, uns ihnen alleine entgegenzustellen. Wir brauchen Hilfe. Ja, ich kann dir gerne helfen, also kein Problem. Oh, neue Enemies. So. Die Panzer. Auch ein Capturing, was mich ehrlich gesagt sehr überrascht, dass es das in einem Mario-Game geschafft hat, aber es macht irgendwie echt Spaß, so Sachen zu zerschießen. Also es ist eine irgendwie schon sehr unterhaltsame Verwandlung. Natürlich kann man die Dinge auch zerstören, indem man einfach eine Stampfattacke auf sie ausführt, ne, genau. Deutsch hast du auch in der Schule gelernt. Alter, was ist denn das? Kann man denn so eine dumme Scheiße machen? So. Und es kommt eine Ranke raus. Oh Wunder, oh Wunder. So, ich sehe gerade, dass da lila Coins sind, die ich perfekt verpasst habe. Wollen wir nochmal gucken, ob ich vielleicht noch einen zweiten Versuch hinbekomme. Junge, das ist doch lächerlich. Komm jetzt. Ich würde da jetzt nicht an so einer einfachen Kacke scheitern. Das ist doch... Das gibt's doch jetzt nicht, oder? So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Okay, wisst ihr was? Ich habe mich jetzt einfach spontan dazu entschieden, die Münzen einfach Münzen sein zu lassen, weil ich habe einfach keinen Bock mehr darauf, diese Scheiße zu holen. Ach komm, ich kann irgendwie nicht. Es ist wie so eine Sucht. Ja, Mann, endlich. Nach 30 Jahren Versuchen habe ich es endlich mal wieder geschafft. Okay. Wollen wir doch mal gucken, was uns hier oben erwartet. Ich habe jetzt gerade absolut zu viel Zeit verschwendet. Aber okay. Geht's dir gut? Okay. Hier ist wohl... Warte mal, kann ich hier eine Stampfattacke machen? Ey, ich kann eine Stampfattacke machen. Let's go. Warte. An der Ladestation muss doch auch irgendwie was sein. Oder? Safe. Wie kann denn das sein, dass da nichts ist? Okay, aber dann aktivieren wir mal den Checkpoint. So, was haben wir denn hier? Goombas. Ich wette, wir müssen mal wieder... Ah. Ich glaube, da wurde mich gerade angeschrieben. Ich glaube, müssen die Goombas aufeinander stapeln. So, Goomba, einmal hierher kommen, bitte. Dankeschön. Wobei, nee, das ist eigentlich eine dumme Idee. Goombas, komm her, kommt her. Ja. So, und jetzt kommen die hierher. Und jetzt sind wir hoch genug, um an diese nette Dame hier heranzukommen. So, was ist hier die Mission? Oh, 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 oh. Okay, die machen sich, die zerstören sich hier gegenseitig, gut zu wissen. So, hier ist doch safe irgendwie was, oder? Jetzt kannst du mir doch nicht erzählen, dass hier nichts ist. Vor allem hier bei dieser riesigen Fläche. Never ever ist hier was. Nö. Okay, danke schön für den Hinweis. Dann muss ich dich wohl leider zerstören.
vorbei. Wie kann man denn so scheiße sein? Also, jetzt mal wirklich. So, endlich. Meine Fresse, ey. Heute habe ich auch wirklich eine lange Leitung. So, weiter geht es. So, soweit ich weiß, war hier hinten, war da noch ganz rechts eine Sub-Area, wo ich natürlich sofort hingehen möchte. Oh, man kann hier, kann man hier sogar abkürzen? Hey, da unten ist was. Warte mal. Hier ist was. Hier ist was. Das habe ich gesehen. Mhm. Kenne ich gar nicht, 2D-Sektion. Aber das ist ja wohl nicht das Problem hier. Alter, hä? Die kenne ich gar nicht, die Sektion. So, hier ist der Mond. So, die Bergseite hinauf. So, wo komme ich jetzt hier raus? Komme ich jetzt hier oben raus? Ja, tatsächlich. Dann brauche ich ja nicht mal irgendwie... Oh Gott! Hier ändert sich ja sogar der Soundtrack. Das ist ja geil. Fällt mir jetzt erst auf. So, hier ist doch safe was. Hier ist doch nur ein, hier ist nur ein Königsherz, scheiße. Okay, mit dem Panzer müssen wir jetzt die Bowser-Felder zerstören. Alter. Alter. Ich habe gerade mega absolute Probleme. Okay, den ersten haben wir. Den zweiten haben wir. Den dritten haben wir. Und zack, den vierten haben wir auch. Perfekt. Das hat doch... Es lief doch wie geschnitten Brot. Was mache ich mir da überhaupt für Sorgen? Yahoo! Ich glaube, wir könnten jetzt theoretisch schon aus dem Forst dann abdüsen, weil wir genug Mond haben. Aber... Nee. Warum? Warum sollten wir? Verteidige das geheime Blumenfeld. So. Ich überspringe die Sektion einfach mal aus Intuition. Aus reiner Intuition. So, hier ist nichts mehr. Okay. Dann wollen wir doch mal rein in die ganze Chose. Denn wir kommen bei einem Alien raus. Nee, ist kein Alien, aber... Was bist du? Auf jeden Fall solltest du nicht die Blumen klauen, okay? Hör auf mit dem Scheiß. Blumen, 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 muss alle Blumen haben. Oh oh. Was machst du? Oh, 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 oh. Oh. Ich glaube, das Teil ist jetzt nicht gerade erfreut darüber. So, müssen wir ihm erstmal seine Teile hier kaputt machen. So. Und jetzt können wir ihn einmal reinhauen. Ja, komm, mach ruhig. Oh. Hä, was macht er jetzt? Okay, er macht einfach gar nichts. Auch nicht schlecht. Okay.
Zack. Oh, 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 jetzt. Bam. Sehr wichtig. Alter. Ich glaube, der hat hier ein bisschen, der ist ein bisschen aggressiv. Okay. Ich glaube, das ist seine letzte Phase. Ich glaube, mehr Leben hat er nicht. Na komm. Yes, komm, komm, komm. Boom. Und das Teil ist im Arsch. Und der Triple Moon ist da. Yay. Nun haben wir das Forstland endgültig aus den Fängen des Bösen befreit. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst ein Like da und abonniert den Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal einschaltet. Bis dann und ciao.